Also die Ahmadiyya-Sekte, die können nicht dir sagen, dass sofort, dass Mirza ist ein Prophet. Ja. Die können dir nicht sofort sagen. Die reden erstmal so, dass du das hier akzeptierst erstmal, dass er gekommen ist, um diese Korruption zu beseitigen in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und wir verteilen Bücher, Korane drucken wir und wir haben so viele Moscheen gebaut. Du als Moslem findest du das schön, gut, ne? Aber kaum fängst du an, mit denen detailliert über ihre Glaube zu reden, merkst du, dass sie sich ändern. Dass sie nicht mehr reden wollen. Das dürfen Ja. sie auch nicht. Wieso? So, das heißt, wenn du eine Entscheidung treffen Ja. willst, egal welche Entscheidung, welche Richtung, egal welche Richtung, du musst das gravierend machen. Du musst das richtig schon von Fundamente her behandeln. Du darfst nicht sagen, jetzt hier, weil die Ahmadiyya bauen so viele Moscheen, bin ich Ahmadi. Oder weil die Schiiten weinen über Imam Hussein, bin ich Schiite. Oder weil die Salafis hier Bärte wachsen lassen, was ich, dann muss ich auch so. Nein, das sind die Sachen, die hier, sagen wir, die Glaube überhaupt nicht reflektieren. Sondern man muss die Grundsätze von jeder Richtung behandeln. Das heißt, ich muss wissen, woran ich bin. So, wie ich gesagt habe, bevor ich mich entscheide, dafür Ahmadi zu werden, ich brauche die Bücher von Mirza. Von ihm selber. Nicht Okay. von seinen Anhängern. Vielleicht seine Anhänger glauben so nach irgendeinem Grund. Und das auf jeden Fall wegen irgendeinem Grund. So, und ich muss nicht denken wie die Anhänger von ihm. Ich muss denken wie er, wenn ich ihm folgen will. Ich muss seine Bücher behandeln. So, wenn ich Christ werden will, ich brauche die Bücher von Jesus. Wenn ich Muslim werden will, ich brauche die Bücher von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jetzt, wenn ich sage, ich will Schiit werden, ich muss wissen, was sind die Fundamente von den Schiiten. Die Behauptungen von den Schiiten, dass sie recht haben. Was sind das? Ja. Die Imame zum Beispiel. Oder die Gerechtigkeit Gottes. Das sagen nur die Schiiten. Deswegen nennt man sie auch Adliya. Die Gerechtigen, ne? Die Schiiten. So. Ich will wissen, wie die Schiiten an den Koran glauben. Warum die nicht Sahaba folgen. Wieso folgen sie Ahlul Bayt? So, das muss ich alles studieren. Das heißt, es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss, die mich auch irgendwo hinführt. Und da ist sehr wichtig, weil ich weiß, ich fange mit dem Leben an und ich werde enden mit dem Tod. So, ich muss wissen, was da nach dem Leben kommt. Ich muss das wissen. Wer mir die beste Antwort gibt, hat recht. Und dem folge ich. Weil ich will mich selbst retten. Ich will nicht hinter jemanden gehen, weil er schön ist oder weil er schön redet. Nein, ich will, wenn ich im Grab bin, ich will wissen, dass dieser Weg wirklich mich zu Allah subhanahu wa ta'ala führt. Ne? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, das geht nicht, das kann nicht angehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala so viele Wege erschaffen hat und sagt, komm zu mir, wenn irgendwie klappt das. Alle Wege führen nach Rom. Das geht nicht. Es gibt viele Umwege. Ne? Und ich will einen geraden Weg, damit ich hier ohne Probleme zu Allah subhanahu wa ta'ala gehe. So. Ich kann zum Beispiel erklären, warum ich nicht Ahmadi bin und warum ich nicht Salafi bin und warum ich nicht Hanafi bin und warum ich nicht das und jenes bin. Und warum ich bin Schia. Das kann ich erklären. Ganz eindeutig. Ganz klar. So. Und alles, was klar ist, was eindeutig ist, was vernünftig ist, ist eher zu folgen als das, was das Gegenteil ist. Die haben Probleme. Die Leute, die Probleme haben, die Argumente aus ihren Büchern rechtfertigen, sind eher zu verlassen. Und die Leute, die keine Probleme haben, ihre Argumente aus ihren Gegnern, ihre Bücher zu holen, sind eher zu folgen. Das heißt, ich kann dir nachweisen meinen Weg in deinem Buch. Und du hast Probleme, das rechtfertigen, du hast Probleme, das zu erklären. Deine Aussagen. Du hast nichts aus meinem Buch vorzulegen. Weil meine Bücher sind überall. Ja. Jedes Buch ist mein Buch. Genau. Bukhari ist mein Buch, Muslim ist mein Buch, Koran ist mein Buch, Tirmidhi ist mein Buch, Ibn Dawud ist mein Buch, Ahmad ibn Hanbal ist mein Buch, Kafi ist mein Buch, Shafi ist mein Buch, Istibsar ist mein Buch, Wasail al-Shia ist mein Buch. Das heißt, meine Bücher sind überall. Evangelium ist mein Buch. Überall habe ich Wahrheit. Das ist Shia. Shia heißt, ich kann mit jedem in jeder Art unterhalten.
Ich habe keine Probleme, mit jemandem zu reden. Und derjenige, der seine Anhänger verbietet, mit den Schiiten zu reden, gibt ihnen ein Signal, dass die Schiiten Recht haben. Weil wenn du Recht hast, du wirst nicht beeinflusst. Du kannst geben, du nimmst nichts. Und das ist das. Wir haben, alhamdulillah, einen klaren Weg. Weg von Ali Muhammad sallallahu alaihi. Wer will das widerlegen? Wer will dem Weg von Ahlul Bayt alaihi sallam widerlegen? Also die bekanntesten Hadithen, die beschreiben Imam Mahdi sallallahu alaihi, als ob er Muhammad sallallahu alaihi sallam wäre, vom Aussehen her. Und abgesehen davon jetzt von dieser Mirza, die Sunniten und Schiiten mehr oder weniger, direkt oder indirekt, sind einig, darüber einig, dass der Imam Mahdi sallallahu alaihi stammt von Fatima ab und stammt von Muhammad sallallahu alaihi sallam ab. Und sein Vater ist bekannt, dass der Imam al-Hasan al-Askari ist. So, wie kommt das, dass die 11 Imame von Ahl al-Bayt sallallahu alaihi haben immer Wissen gegeben und nie Wissen genommen von jemandem? Und dass er unbedingt studieren musste. Ne? Wie kommt das, dass er von jemanden, hier auf jemanden anders angewiesen war? Dass er auch Jura studiert hat, hätte oder was, die Sprachen hätte studiert. Seine Lehrer war, einer war Rechtsanwalt, der andere was weiß ich. Und das ist irgendwie widersprüchlich. Kein Prophet hat irgendwo gelernt. Und er hat behauptet, dass er ein Prophet wäre und Gott hätte mit ihm auf Englisch gesprochen. Und er hätte auch ihn auf Englisch inspiriert. Und hier, unglücklicherweise für ihn, das paar Inspirationen haben grammatische Fehler gehabt. Dass Gabriel, angeblich nicht so gut Englisch konnte. Also das ist irgendwie, also es ist Kinderkram. Und die haben diese ursprünglichen Bücher versteckt. Diese Barahin Ahmadiyya, Rouhani Khazain und so weiter und so fort. Diese ursprünglichen Bücher sind versteckt. Damit ein normaler Ahmadi das nicht liest. Damit sie auch die Intellektuellen erreichen können. Die Intelligenten müssen auch Ahmadi werden. Früher war das so, der Gegend, da wo er das hier angegeben hat, dass er der Prophet wäre, waren meistens hier Kuhanbeter, also Hinduisten und so. Und die haben auch an Idole geglaubt, das heißt, es hat ihnen irgendwie eine Glaube gefehlt. So. Und das war auch nicht unmöglich, dass die Menschen an so einen Mensch glauben. So, deswegen hat er das ausgenutzt und das war, also die islamische Gesellschaft war sehr durcheinander durch die Besatzung von Großbritannien. Und dann nutzte er das aus, indem er seine Hand und seine Loyalität für die Engländer erklärt hat. Gerade da, wo die Engländer die Muslime massakriert haben. Also ich habe gelesen, abgesehen von Ahmadiyya jetzt, in der Zeit haben sie die Muslime und die Hindus, also die Hindus wurden hier mit Rinderspeck abgekocht, und die Muslimen mit Schweinespeck. So war die hier. Da kam auch diese Revolution von Mahatma Gandhi. Mhm. Und gerade da in dieser Zeit hat er die Muslimen aufgerufen, er selber als Reformer, dass sie Frieden stiften mit den Engländern. Und er sagte, dass wir Engländer sehr dankbar sein müssen. Denn sie haben uns Beistand geleistet und so. Also das steht alles geschrieben, also durch seine Handschrift. Er hat selber das gemacht. Ich sage ja auch, dass die Engländer sind euch gute Leute und die Leute der Umma sind alles schlecht. Das ist irgendwo steht das ja. Und das Problem ist jetzt, dass diese Urtexten von Mirza, die sind alle fast versteckt. Also da können nur bestimmte Leute ran. Da habe ich damals einen Kontakt aufgebaut mit einem Ex-Ahmadi, der sehr, sehr aktiv war und der hatte die Bücherei in der Hand gehabt. Mhm. Und der hat alles fotokopiert, hat mir das alles rübergeschickt. Das sind Fakten, die wirklich, also wenn man die liest von Mirza, dann kommt man zu einem Millionstel Prozent vielleicht, dass er ein Prophet sein könnte oder dass er der Mahdi sein könnte.